6, so, da erspare ich mir wenigstens das blöde Aufleveln jetzt hier. Von daher ist das doch gut und ich schiebe jetzt sowieso nicht mehr. Ich wollte das nur ein bisschen ersparen hier, das EW irgendwie aufgelevelt. So, ja, hallo, willkommen zum nächsten Let's Play Mini oder ganz Let's Play Santa Claus in Trouble. Es ist ein Freeware-Spiel und ein Spiel, was schon seit 2002 veröffentlicht ist. Es ist also sehr, sehr, sehr alt. Hier kann man noch verschiedene Sachen einstellen. Ich mache mal ein bisschen die Musik. 1, 2, 3 Grad Analyse, Spiel mit Gamepad, also mit Joystick und ein neues Spiel. So, das müsst ihr nur jetzt. Und wir können sogar mit Gamepad steuern, also mit einem Lookstick. Es geht einfach nur darum, diesen lustigen, dicken kleinen Weihnachtsmann durch die Level zu steuern und die Geschenke einzusammeln und möglichst alle einzusammeln. Und es sieht noch leicht aus, aber fickt nochmal, es ist verdammt schwer nach einer Zeit. Dafür hat die Musik irgendwie kurz statt aus. Jedenfalls, wir spielen es einfach mal. Es ist so ein, ich weiß nicht, ob man es halb blind bezeichnen kann. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich schon im Wohnheim gespielt habe, bis zu Level 4 oder 5 gekommen bin und dann immer so abgekackt bin. Links oben sehen wir unsere Leben, in der Mitte oben haben wir die Zeit, wir haben 6 Minuten für das, 7 Minuten für das Level Zeit. Rechts unten haben wir unsere Punktzahl, die gerade durch die Fettzahl bei mir verdeckt wird. Rechts oben haben wir die angesammelten Geschenke und links eben das Level. Links unten. Fertig. Simpel und einfach. Jedenfalls schleifen wir uns jetzt durch dieses Level, sammeln alle Geschenke ein. Und als einzige Spezialfähigkeit hat der Weihnachtsmann eben diesen Doppelsprung. Und dieses CDV-Zeichen, CDV ist der Publisher und Entwickler von dem Spiel hier, ist ein Leben. Und die Leben werden wir noch gebrauchen können, das sage ich euch gleich. Sehr oft gebrauchen. Und jedenfalls, ja, es gibt verschiedene Plattformen, diese Dinger hier, diese Steine, die sind ganz normal, die brechen nicht weg oder so, dann haben wir diese fahrbaren Holzplattformen, verdammt. Und später kommen noch, Plattformen zu, die nach unten fallen können. Gegner gibt's auch, aber, der Weihnachtsmann kann nicht irgendwie seinen lustigen Sack hier dazu benutzen, um die Gegner zu schlagen. Nein, berührt man einen Gegner, fliegt man weg und ist hat ein Leben verloren. Das werdet ihr vielleicht auch noch mitbekommen. Naja. Na, vielleicht sollte ich Musik noch ein bisschen leiser machen, wenn ich könnte. Na egal. Ach, ist ja bald Weihnachten, deswegen spiele ich das Spiel jetzt schon mal. Ein bisschen weil in der Stimme aufkommt. Und in ein paar Tagen ist ja dann auch schon, beginnt ja dann auch schon die Aufnahmen für die für das Wunsch LP. Und diese Fahnen sind übrigens Checkpoints, was noch jemand nicht mitbekommen hat. Bah, es hat kurz geruckelt, das war nicht so toll. Na. Und unser erster Tod. Haha! Na geil. Wenn man nicht einmal aufpasst. Ja, ziemlich. Schon diese Stelle ein bisschen schwierig, weil man dabei labern muss. Allgemein, das Spiel ist ja wirklich nicht sehr leicht und dazu noch verdammt. Ah! Mann! Das gibt's doch nicht. Dazu noch labern muss, dann ist das Ganze manchmal unmöglich fast. Aber eigentlich sollte es doch nicht so schwer werden, hier durchzukommen. Oder doch? Na, werden wir sehen. Da hinten haben wir schon übrigens die Startplattform. Zielplattform. Aber es dauert noch ein paar Sekunden, bis wir da sind, weil ich ja eine ganze Geschenke einsammeln will. Und dabei ohne möglichst zu verrecken. Das werde ich schon gut heißen. Nein! Nein! Das werde ich immer schon, wenn nur Punkte vergabe ist und dieses nervt. Jetzt aber, geht doch.
Mann. Gut, dass man das Ding so einsammeln kann. Als ich mich jetzt... Och nee, nicht dieses Viecher. Nein! Gerade jetzt, wo ich nur ein Leben habe. Ich hasse euch, Schneemänner. Freundchen. Geht doch. Mann. Oh, und draußen bellen so eine Hunde. Nein. Weiterspielen. Scheiß auf die Punkte. Ich will das ja schaffen. Wird ja nicht so schwer sein, oder doch? Wird wahrscheinlich 10 Level sein, denke ich mir. Ich habe Scheißes auf die ganzen Geschenke. Ich hab's eh verbockt. Ja. Ich krieg nicht mehr die volle Punktzahl für alle Geschenke, also rasche ich jetzt einfach so durch. Mehr oder weniger. Das ist schon so schwierig genug an manchen Stellen, wie hier zum Beispiel. Und schon wieder ein Absturz. Yay. Ich bin da so geil, ich kann das so gut spielen. Nein, kann ich nicht. Einfach nur schlecht. Ja, es gab eine Ruckler. Wir kommen zu einem kleinen Neben-Let's-Play. Und so, wenn man sieht, Super Mario Bros. Und müssen wir kurz das Headset ein bisschen richten. Super Mario Bros. Ich dachte mir, da ich ja Super Mario 64 DS durch habe, momentan sonst nichts anderes spielen möchte, dachte ich mir, ich spiele hier mal eine Weile erstmal Super Mario Bros. Durch. Wir fangen mal an. Und ich muss so kurz schauen. War natürlich noch auf 45 gestellt. So, schon viel besser. Ich sag gleich, ich bin in den Spielen nicht der Beste. Absolut nicht. Und ja, Filter habe ich übrigens, trübelig, den ich in der letzten Mava 1 Aufnahme hatte. Diesen HQS oder wie heißt. Was alles hier so schön abgerundet ist, die Ecken. Was alles vielleicht viel besser aussieht. Und nicht so verpixelt. Komm her, ich will dich. So. Ja, 100 Punkte. War eigentlich nicht nötig, aber... Ja, ich bin wirklich richtig eingerostet in dem Spiel hier. Ich denke mal, dass ich mal besser war, als ich das Spiel damals hatte. Na, ich will die Feuerblume haben. Hallo? Geht doch. So. Und weg. Haben wir hier oben eigentlich irgendwas? Da komme ich jetzt natürlich von unten nicht ran. Super. Naja. Ist hier vielleicht irgendwo eine Ranke oder so? War. Nee. Sorry. Na gut. Naja. Nicht von hinten. Das wäre unfair. Boah, die Zeit hier, dass die Zeit viel zu schnell vorbeigeht in Super Mario Bros. 1 noch damals. Dann habe ich erst das Gefühl, dass der zu schnell angestellt ist. Oder? Kommt mir so vor. Ah, fuck. Das war klar. Na, super. Ich muss mal kurz das gucken. Nee, so schnell eingestellt ist er nicht. Bei Defaults, also Standard ist eingestellt. Irgendwas sollte also gesagt sein, dass das Spiel hier halb blind ist. Ich hab's. Ich bin ja kein Feuer Mario mehr. Ich hab das Spiel. Thank you.
Ja, hallo, mein Lieben, willkommen zum nächsten Let's Play, was eher auch ein Let's Play wird. Duck and Duck. Ja, kennt diese Cartoon-Serie nicht, die uralte von wann war die? Ich kann schwören, die war, als ich 8 war oder so. Also vor 10 Jahren kam die ungefähr. Wir, ja, ich hatte auch stark gedrückt. Wir haben einfach wieder eine Hilfe da, Queen. Ein mysteriöser Krimineller hat was? Nee, eine mysteriöse Kriminalitätswelle hat ist über unsere Stadt herangebrochen. Wir glauben, dass diese Kriminellen die Arbeit eines Geheimnisses, nee, einer geheimen kriminellen Organisation sind. Faul. Ja, faul waren, wer waren das nochmal? Das waren, glaube ich, die Hauptgegner von Darkwing. Keine Ahnung mehr. Ich habe nicht mehr so viel Ahnung von der Serie. Du musst ihnen ein Ende setzen, diesen, du musst ihnen Plänen ein Ende setzen. Was Launchpad? Be brief you with the details of your missions. Remember to collect all of the stone diamonds and gold bars. Good luck, Darkwing. Na gut. Wohin sollen wir nun gehen? Wohin gehen wir denn? Ich Brücke, würde ich sagen. Quacker Jack und seine Gefolgsleute blockieren die Konstruktion der neuen Brücke. Den Bau der neuen Brücke. Du solltest sie besser stoppen, bevor irgendjemand verletzt wird. Willst du dahin gehen? Ja. Ja, ein bisschen was in der Serie kenne ich noch, aber wirklich nicht allzu viel. Ein Duck and Duck. Ja. Oh, ich kann mich ja festhalten. Kann ich schießen? Okay, gut. Da ist schon mein Gegner. Ich hatte das Spiel mal, glaube ich, als GBA, Gameboy-Version. Was sind das? Ah, okay. Diamanten. Naja. Na, ich will jetzt... Ah, verdammt. Mist. Ja. Ja, hier gibt's keine Whistle-Time, das ist ja scheiße. Er ist schon der erste tot. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Kann ich das irgendwo... Ach, da, okay. Und, was ist das, was da um den Bildschirm so... Naja, egal. Ach ja. Wie schön schwer die Spiele damals waren. Stirb. Und hier nochmal. Was ist? Cooper. Cooper im Düsenanzug. Ah. Na. Wie kann ich eigentlich höher springen? Ich wieder hoch. Ah. Das war knapp. Das ist ein Leben. Ich will da ans Leben ran. Und bin tot. Hey, geil. Ich wollte an das 7 ankommen und bin gestorben. Richtig gut. Ah, verdammt. Nein, Freundchen. Warum soll ich das Leben verloren? Ich nichts kapieren tu. Warum bemerkt er mich eigentlich? Na egal. Und hier. Ja. Kann ich vielleicht irgendwie höher springen, wenn ich... Ah, jetzt. Und hopp. Ja, vollkommen plan das Spiel hier. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Kann ich wirklich nicht rennen, oder wie sehe ich das? Ich glaube... Oh, nee. Bitte keine Fledermäuse. Bitte kein Mr. Bettys. Mava. Wer Mava 1 gesehen hat, das ist der von mir. Ah, fuck. Der kennt diese Viecher. Mr. Bat heißen die noch Mava 1. Mava 2 ist schon Mr. Betty. Oh, das sieht schwierig.